Ich bin Alejandro Tchinko. Und ich bin Ronny Salter. Wir sind vierfach Weltmeister im Eiskunstlauf. Viermal Europameister. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Sochi. Also wir trainieren immer zweimal am Tag. Also Montag bis Freitag zweimal. So von drei, manchmal vier Stunden. Wo halt alles dabei ist, Ballett, Athletik, Eistraining, Bereitung, Nachbereitung, Massagen und dann nachmittags oder abends nochmal ein Block, so für zwei, drei Stunden. Also man kommt dann schon auf einen ordentlichen Arbeitstag. Als Kunstlauf ist mein Leben und ich war 3 Jahre alt und habe mir immer Schlittschuh gewünscht. Und mein Papa hat gedacht, naja, ich mache ein bisschen Spaß. Und hat mir 2 Jahre nichts geholt und ich war immer traurig und da habe ich jedes Jahr zum Geburtstag gesagt, ich will aber Schlittschuh haben. Und da haben die mir Schlittschuh geschenkt. Was für mich den besonderen Reiz ausmacht am Eiskunstlaufen, dass es ja, darum geht, eigentlich diese Kraft und diese Ausdauer, also diesen sehr athletischen Teil so gut wie möglich, also auch künstlerisch zu verpacken. Dass es also auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise halt ansprechend aussieht. Unser Ziel ist natürlich Olympiagold. Für die einen ist das Größte, mal dabei zu sein. Für die anderen ist halt das Größte, da zu gewinnen. Wozu wir jetzt natürlich zählen. Dass es nur alle 4 Jahre ist, hat es irgendwie einen ganz, ganz eigenen Stellenwert und ist eigentlich kaum mit irgendwas anderem zu vergleichen. Harte Arbeit. Draußen warm, dann ist es drinnen noch wärmer, wenn man halt seine Übungen macht und so weiter. Und ja, manchmal ist es witzig außerhalb der Eishalle, wenn Leute einen fragen, was man denn so im Sommer übermacht. Viele denken halt, dass man dann wirklich am Strand liegt und dann im Winter mal Schlittschuhe abstaubt und dann wieder aufs Eis geht. Aber im Sommer findet halt wirklich die Arbeit statt und ja, sagen halt meistens nach der Saison bis vor der Saison. Also es geht schon relativ zeitig wieder los, sich gedanklich und körperlich auf neue Sachen vorzubereiten. So, das sind die Olympiakurven. Die werden jetzt für Sochi vorbereitet, Stück für Stück, um unserem Ziel näher zu kommen.